Hallo am Montag, dem 5. September 2016. Wir starten in die Vollmweg 36 und in eine ganz spezielle Ausgabe, nämlich mit dem Titel Nie wieder Schule. Wieso das Ganze? Und zwar haben wir diese Woche heute Schulbeginn in einigen Bundesländern in Österreich, in Wien, Burgenland und in Niederösterreich. Und nächste Woche Montag, wenn eben diese Vollmweg online geht, dann ziehen die restlichen Bundesländer in Österreich nach. Und diese Vollmweg möchte ich speziell für Schüler oder generell für den Schulbeginn nutzen. Ja? Auch ich bin ja in die Schule gegangen, und zwar nämlich von 1987 bis 1991 in die Volksschule. Das ist mein damaliger Erstkommunionanzug, in den passe ich heute natürlich nicht mehr rein, aber das war meine Erstkommunion, das war in der zweiten Klasse Volksschule, und ich habe letzte Woche aufgefordert, so, dass ihr mir schreibt, wie war eure Schulzeit. Ja? Für mich war die Volksschulzeit relativ nice. Also Volksschule habe ich im Prinzip positive Erinnerungen, obwohl, und ja, ich habe mich wirklich darauf vorbereitet, wie sie voll im Weg. Hier sind meine Jahreszeugnisse. Ja, das ist das Jahreszeugnis von der ersten Klasse Volksschule. Volksschule habe ich relativ gute Erinnerungen, wobei ich schon sagen muss, dass ich gewisse Erinnerungen habe, die sich bis heute bei mir eingebrannt haben, und zwar im negativen Sinne. Ja. Das eine war im Prinzip der Musikunterricht. Ich meine, dass ich musikalisch nicht begabt bin, das weiß ich. Ja. Also Singen war noch nie meine Stärke, aber ich glaube, man sollte eher die Stärken stärken als die Schwächen, an denen zu arbeiten. Das Wichtige ist im Leben, an den Stärken zu arbeiten, und Singen war nie wirklich mein Ding. Ja. Und die Musiklehrerin hat damals zu mir gesagt, Thomas, du kannst nicht singen. Ja. Und wenn ich dann schaue, in Musikerziehung habe ich in der ersten Klasse eine 1 gehabt, in der zweiten habe ich dann auch eine 1 gehabt, in der dritten dann war das wieder eine 1, und in der vierten, glaube ich, war ein 2er gehabt, oder? Musikerziehung, nein, sogar 3, ja. Nur das Orge ist ja, dass ich genau heute noch das in Erinnerung habe, wie sie gesagt hat, du kannst nicht singen. Ich weiß noch genau, wo ich gesessen bin, wie sie es gesagt hat, wie ich mich gefühlt habe. Und das Schlimme ist, das war 1989 oder so. Das ist fast 30 Jahre her, wo ich mir erinnern kann, wie das passiert ist. So hat sich dieses negative Erlebnis, dieses negative Gefühl in mir eingebrannt. Also es ist schon arg auf der anderen Seite, wie Lehrer das dann irgendwie verhunzen können, weil seitdem hat es mich auch nicht mehr interessiert, weil ich wusste, ich kann nicht singen, ich bin musikalisch unbegabt, obwohl ich es vielleicht gar nicht bin. Auf der anderen Seite, mich interessiert es auch nicht, dass ich ein Musikinstrument spiele. Ja? Aber wer weiß, was geworden wäre, hätte ich es vielleicht auch gemacht. Ich weiß es nicht. Ja? Das war die Volksschule. Schulzeit in dem Sinne von 1987 bis 91 bei mir in der Südsteiermark, in der ehemaligen Volksschule Weichselbaum. Die gibt es leider, glaube ich, auch nicht mehr. Aber das war meine Volksschule. Was war sonst noch? In dem Sinne relativ relaxed gewesen, am Wochenende ausgeruht und so weiter. Gestern ein bisschen gearbeitet, im Homeoffice Datensicherung gemacht und so. Und heute ja ganz gemütlich gestartet. Ja. Okay, das war's für heute Montag. Und wir hören uns morgen am Dienstag. Und dann sprechen wir über die Hauptschulzeit. Hallo am Dienstag, dem 6. September. Wir machen weiter mit dem Titel Nie mehr Schule. Und bevor wir dieses Thema einsteigen, einige Dinge noch vorher. Erstens einmal, diese komische Konstruktion hier mit dem iPhone-Mikrofon und dem Scheinwerfer darüber, damit ich ein bisschen Licht habe, der blendet mir extrem. Wurscht. Das zweite, gestern bis 1:30 Uhr in der Früh Videos vom JC Neistat angeschaut, einer sehr erfolgreichen YouTuber, kann ich euch nur empfehlen, ja. Dann das dritte, heute spitzenmäßigen Termin in der Stadtrennung gehabt. Ich habe einen weiteren Neukunden für den Bereich Vertrieb, Marketing und Schulungen. Wir bauen ein komplettes Schulungskonzept auf, setzen das Ganze mal in Österreich um, dann auch in Deutschland, Kroatien, also wirklich, heute haben wir alles finalisiert, auch jetzt vom Finanziellen her, und damit kann ich sagen, habe ich die Firma oder meine Firma in den letzten Jahren jetzt da in trockene Tücher gebracht, ja, und das ist das, was mir irrsinnig taugt. Und das vierte jetzt, das schließt genau das jetzt da mit ein, nämlich ein Video von Gary Vaynerchuk, das gerade vor knapp 2-3 Stunden online gegangen ist, mit dem Titel Document, Don't Create. Und was mir da irrsinnig taugt ist, ich habe mir das angeschaut, wie ich oben auf der Therapiematte gelegen bin, was mir da irrsinnig taugt ist, wo er sagt, okay, fangt an, euer Leben zu dokumentieren mit Vlogs, Blogartikeln und so weiter. Und jetzt kommt ich hätte fast das Wort mit G gesagt, das Geniale dabei. Schaut mal bewusst meine Follower-Week an.
Vollmerweg, Erstausgabe im Jänner 2015. Seit über 1,5 Jahren produziere ich dieses Format und ihr seid im Prinzip live dabei, wie ich meine neue Marke gestartet habe, wie die neue Webseite voriges Jahr online gegangen ist, wie ich mein Why, How, What geschrieben habe, wie ich international oder mal mit Seminaren unterwegs gewesen bin und so weiter. Das ist wirklich Dokumentation von Thomas Stratner. Und heute die Bestätigung von Gary Vaynerchuk, genau das zu machen. Und ich mache es im Prinzip seit 1,5 Jahren. Also echt, obwohl der Tag heute so regnerisch angefangen hat, ich war überhaupt nicht motiviert. Und so ein toller Abschluss. Ich habe dann um 10 Uhr noch ein Skype-Meeting, aber Rambazamba momentan. So, und jetzt gehen wir noch einmal zurück in das Thema nie mehr Schule hinein. Heute sind wir angekommen in meiner Hauptschulzeit, ja. Ich war ja Hauptschule in Österreich, nämlich von 1991 bis 1995, ja. Das ist das Abschlussfoto aus dem Jahr 95, ist auch schon 21 Jahre her. Und ja, in der Hauptschule in Österreich habe ich mir relativ schwer dann am Anfang, sprich der Übergang von der Volksschule in die Hauptschule war für mich nicht leicht. Und das Schlimme war ja, ich habe wirklich in der ersten, zweiten Klasse Hauptschule extrem schlechte Noten gehabt. Habe mir dann wirklich aber von Jahr zu Jahr gesteigert und ich habe sie gestern schon ein Zeugnis hergezeigt. Das ist mein Jahres- und Abschlusszeugnis aus der Hauptschule Deutsch-Goritz, ja. Und das Tolle ist ja, ich habe abgeschlossen mit gutem Erfolg. Und was echt genial ist, nämlich in Englisch sogar eine gut, obwohl ich mit einem nicht genügend zuerst angefangen habe, in der ersten, zweiten Klasse Hauptschule mit einem gut abgeschlossen. Und also wirklich tolle Zeit von dem her gewesen, also Hauptschule, relativ positive Zeit gehabt, wobei ich mir gestern auch gedacht habe, ich bin relativ froh jetzt da selbstständig zu sein, weil ich teile mir alles selber ein und wenn man sich ab und zu heute die Schüler so anschaut, das ist wie ein Fulltime-Job mit zig Überstunden, ja, also echt extrem, was da den jungen Menschen aufgebürdet wird und wirklich, wo man Dinge lernt, die man im Leben danach, so ganz ehrlich, überhaupt nicht mehr braucht, ja. Und ja, mehr dazu dann morgen, wenn wir über die Handelsschule sprechen. Jetzt mache ich auch noch kurz Facebook Live. Und ja, genau, tolles Feedback gestern noch gewesen. Ich habe Facebook Live gemacht, wo es um die Volksschule und so weiter gegangen ist. Und das Interessante ist da jetzt, die Volksschule in Weichselbaum gibt es so nicht mehr. Ja, die ist leider geschlossen worden, ist auch schon eine Nachnutzung drinnen, was ich jetzt da mitbekommen habe. Also meine Volksschule, wo ich war, leider nicht mehr. Okay, das war es jetzt für heute Dienstag und wir hören uns dann morgen am Mittwoch, wenn es dann um meine Handelsschulzeit geht. Mittwoch, 7. September, weiter geht's mit der Woche und zwar nie mehr Schule. Bevor wir aber einsteigen in das Thema nie mehr Schule, was war sonst heute noch am Mittwoch relativ spät in den Tag hineingestartet. Relativ lang geschlafen, weil gestern war es doch wieder 0:30 Uhr in der Früh, als ich endlich meine Augen geschlossen habe. Das heißt, heute relativ spät aus dem Bett hinaus. Dann um 10 Uhr schon ein Skype-Meeting gehabt, dann um 11 Uhr ein Skype-Meeting. Und dann halt an einigen Projekten weitergearbeitet, Termine und so weiter. Und um 17 Uhr dann raus in den Garten, der ist jetzt da dahinter, um Hirn zu lüften bei der Gartenarbeit. Und ich bin jetzt knapp erst um 7:30 wieder reingekommen, mache jetzt noch ein bisschen Arbeit und mache dann für heute finito. Ja? So, jetzt kommen wir wieder zurück zum Thema nie mehr Schule. Und zwar, heute haben wir Mittwoch, heute ist meine Handelsschulzeit dran. Und ich habe auch hier ein Foto gefunden vom Abschlussjahrgang 1998. Also ich war ja von 1995 bis 1998 in der Schule. Und wenn man so jetzt da schaut, die Brille ist jetzt da ein bisschen stylischer, das geht mit der Zeit, aber was man doch schon sieht, ich hatte damals doch mehr Volumen, sprich mehr Haar. Ja, das gibt's halt heute nicht mehr, aber mit dem muss man leben, es ist ja auch schon über 20 Jahre oder knapp 20 Jahre her. An die Handelsschulzeit habe ich relativ gemischte Erinnerungen, weil ich habe mir im ersten Jahr relativ schwer getan vom Stoff her. Witzig war es für mich, war immer klar, dass ich die Wirtschaftsschule, sprich die Handelsschule besuchen werde. Was ich zum damaligen Zeitpunkt 1995 nicht gewusst habe, ist, dass es dafür eine Aufnahmeprüfung zu machen gilt. Ja. Für mich war immer klar, ich werde die Handelsschule besuchen und ob ich dann die Prüfung schaffe oder nicht, das war gar nicht so das Thema. Ich werde einfach die Handelsschule machen und habe dann die Aufnahmeprüfung auch dann ganz normal geschafft. Ja. Ja, dann im Prinzip relativ schlecht hineingestartet, erste Klasse,
Ich habe, glaube ich, 5 oder 6 genügend gehabt. Also es war richtig heavy. Aber ich habe mir dann wirklich dann von Zeit zu Zeit oder immer mehr steigern können und habe dann im Prinzip 1998 ganz normal die Abschlussprüfung gemacht. Das ist mein Diplom oder mein Abschlussprüfungszeugnis. Und ja, also es ist doch sehr, sehr gut angegangen. Ich habe das Ganze dann relativ gut abgeschlossen. Ich habe aber leider auch negative Erinnerungen, und zwar an die Englischstunde. Da haben wir einen Englischprofessor gehabt. Da haben wir immer das Gefühl gehabt, man sollte man sollte generell nicht wirklich auffallen in der Stunde, weil sonst hat er einen die ganze Zeit getriezt und gegängelt. Also wirklich im Prinzip Schülermobbing, ja. Es waren relativ schlechte Erfahrungen und das natürlich in einem sehr, sehr wichtigen Fach, wie zum Beispiel jetzt der Englisch, lebende Fremdsprache, weil in meinem Job jetzt, da brauche ich das Englisch. Und das Schlimme ist ja, damals in der Schule habe ich Englisch gelernt, sprich Vokabeln gebüffelt, Grammatik und so weiter. Aber, und was echt schlimm ist, es hat keiner mit uns Englisch gesprochen. Und erst dann, wie ich im Berufsleben gestanden bin, habe ich vor 5 Jahren Kurse nachgemacht für mich persönlich bei Berlitzer, wo ich wirklich Intensivkurse Englisch gemacht habe. Und dann bin ich eh schon raus auf die Bühne und habe dann Englisch vorgetragen, auf Englisch Seminare, Workshops und so weiter gemacht. Also wirklich in dieses Doing hinein. Aber was ich dazu sagen muss, aus der Schule habe ich nur die Basis mitgenommen vom Englischen her, aber gelernt, glaube ich, irgendwie oder relativ wenig in dem Bereich, weil wir einfach keine Motivation gehabt haben, aufgrund von einigen Lehrern. Ja? Okay, das war jetzt im Prinzip Volksschulzeit, Hauptschulzeit, Handelsschulzeit. Morgen Donnerstag habe ich mir auch schon etwas aufgeschrieben, worum es geht, und Freitag auch schon. Also in dem Sinne, bleibt einfach dabei beim aktuellen Thema Nie mehr Schule in der Vollmer Week 36. Hallo am Donnerstag, dem 8. September in der aktuellen Vollmer Week mit dem Thema Nie mehr Schule, nie wieder Schule. Montag haben wir über die Volksschule gesprochen, Dienstag über die Hauptschulzeit bei mir und gestern über die Handelsschulzeit. Und wie gesagt, ich habe immer so diese gemischten Gefühle gehabt, einmal positiv, einmal negativ. Großes bleiben dann natürlich die negativen Erinnerungen im Kopf drinnen, wie zum Beispiel in der Volksschule drinnen oder was ich gestern gesagt habe, in der Handelsschule mit dem Englisch. Aber im Großen und Ganzen war es doch eine schöne Zeit, wobei ich ehrlich sagen muss, jetzt als Unternehmer, jetzt bin ich 17 Jahre selbstständig und ich muss ehrlich sagen, ich habe es doch um einiges leichter. Mit allen Höhen und Tiefen als Unternehmer, aber als Schüler bist du wirklich ein armes Schwein heutzutage in diesem Schulsystem drinnen. Eines möchte ich jetzt aber auch dazu sagen, und zwar ein Dankeschön an diejenigen Lehrer, Professoren und so weiter, die wirklich langfristig und nachhaltig denken, die wirklich versuchen, das System von innen heraus zu ändern. Es ist echt schlimm auf der einen Seite, weil ja von Seiten des Staates und so weiter nicht wirklich viel getan wird. Getan wird schon viel, aber immer nur prophylaktisch, aber nichts Nachhaltiges. Und da gibt es wirklich Länder, die in Sachen Bildung um einiges weiter sind als hier in Österreich. Wobei man aber das sagen muss, hier hat dann jeder Zugang zu Bildung, ja, was in anderen Ländern auch wieder nicht so ist. Aber man sollte sich halt nie ausruhen und sagen, okay, das war's jetzt. Der Leben ist ständige Veränderung und Weiterentwicklung. Das müssen die Leute draußen auch erkennen. Ja? Und deswegen ein großes Dankeschön an alle Lehrer, Professoren, Leute, die damit zu tun haben, um das ganze System, so wie es momentan ist, nachhaltiger zu gestalten, um wirklich diesen tollen Bildungsstandard zu erhalten, dass Menschen in ihrem Leben wirklich vorwärts kommen, wenn sie wollen. Ja, weil es gehören immer zwei dazu. Auf der einen Seite muss ja das System einmal die ganzen Dinge bereitstellen können. Auf der anderen Seite müssen die Menschen oder die Schüler, die das haben wollen, auch annehmen und dann umsetzen, sprich tun. Ja, das ist das Um- und Auf-Trennen. Okay, das war's jetzt dafür heute am Donnerstag. Ich bin gerade auf dem Weg zu einem Termin am Bahnhof in Graz mit dem Markus Elmleiter, den kennt ihr schon aus der Vollmer Week und auch vom Do-It-Talk. Das ist der Mann, der wirklich Vertrieb macht und ein Handicap hat, wo er sagt, er hat kein Handicap. Den triff ich jetzt da für weitere Projekte. Meine anderen Projekte laufen auch spitzenmäßig. Ich war bis jetzt im Homeoffice drinnen, habe Büroarbeit gemacht. Also es ist momentan echt ein richtig cooler Tag. Und morgen ist dann auch noch ein besonderer Tag, aber dazu dann morgen mehr. In dem Sinne, bis morgen.
Hallo am Freitag, dem 9. September 2016. Heute ein doch sehr besonderer Tag in mehrfacher Hinsicht. Auf der einen Seite schließen wir nun diese Spezialwoche ab mit dem Thema Nie mehr Schule in dieser vollen Week 36. Am Montag haben wir über die Volksschulzeit von mir gesprochen. Da hatten wir dieses Foto, ja. Dann am Dienstag haben wir über die Hauptschulzeit gesprochen, das war dann dieses Foto. Und am Mittwoch haben wir dann über die Handelsschulzeit gesprochen, das war dann dieses Foto, ja. Donnerstag, also gestern, ging es einmal vielmehr darum, danke an die Game Changer, das heißt Lehrer, die sich wirklich einsetzen, das Ganze nachhaltig noch besser zu machen, um ein bisschen gegen das System zu arbeiten, damit sich wirklich die Schüler besser im Leben vorankommen. Und heute am Freitag möchte ich so als Abschluss zwei Dinge noch sagen. Das erste ist einmal jetzt, auch wenn man aus der Schule rausriss, wichtig ist, Leben ist ein lebenslanges Lernen. Ja? Nicht für die Schule lernt man, sondern für das Leben lernt man. Viele Dinge aus der Schule braucht man ehrlich gesagt nicht, weil wenn man gewisse Dinge braucht, dann lernt man das dann später automatisch, wenn man studiert oder sonst irgendwas. Aber natürlich ein gewisses Grundbasiswissen braucht man. Aber bitte alles braucht man wirklich nicht, ja. Und bitte, liebe Schüler, ich habe vor Jahren einmal eine E-Mail bekommen von einem Schüler damals, bevor er maturiert hat, wo er gesagt hat, er erstickt fast unter diesem Druck. Und ich habe nur gesagt, behalte dir deine Kreativität, deine positive Power, bald ist es vorbei und dann kannst du dein eigenes Ding durchziehen, ja. Das ist ab und zu wirklich so, ja. Also Kopf hoch, weitermachen. Und wichtig ist, das Lernen hört nach der Schule nie auf. Nur der Vorteil ist, nach der Schule entscheidet ihr persönlich, wann lernt ihr, was werdet ihr arbeiten und so weiter. Ja? Viele werden vielleicht das normale, herkömmliche Leben einschlagen und berufstätig werden als Arbeiter, Angestellter, 9-to-5-Jobs, alles recht und schön, aber der Großteil wird wahrscheinlich seinen eigenen Weg gehen, sich selbstständig machen, Einzelunternehmer werden. Und das ist, glaube ich, momentan auch so diese positive Modeerscheinung, dass es immer mehr Menschen gibt, Freelancer, die ihr Leben selbst bestimmen möchten. Ja? Und das war es jetzt zu dieser sehr besonderen Vollmer Week-Ausgabe. Beruflich heute relativ gut gewesen. Ich bin gestern erst um 1 Uhr ins Bett hinein, also heute um 1 Uhr ins Bett. Und ihr werdet es kaum glauben, um 7 Uhr war ich heute schon auf, weil heute ist ein besonderer Tag, nämlich 7. Hochzeitstag. Ja, ich feiere mit der Nadine heute 7. Hochzeitstag. Wir waren heute schon ganz gemütlich Sushi essen, Running Sushi. Das seht ihr gerade eingeblendet. Und wir waren danach auch noch einkaufen. Ich war in meiner Lieblingsabteilung, ihr seht es auch schon, Lego. Und es wird demnächst auch ein neues Video geben, Lego, wo ich das Backerl von meiner Schwester zusammenbaue. Könnt ihr dann in der eigenen Playlist nachher mit anschauen. Da wird der Tommy, da wird der Mann wieder zum Kind. Why not? Okay, das war es jetzt dazu dieser Vollen Week 36, meiner Spezialausgabe mit dem Titel Nie mehr Schule. Wenn es euch gefallen hat, Kommentare hinterlassen, vielleicht können wir wieder mal so eine Spezialmachen, also Kommentare hinterlassen, Daumen nach oben, teilen, Message verbreiten und in dem Sinne sage ich danke fürs Reinklicken und wir sehen uns dann nächste Woche bei der Vollen Week 37. In dem Sinne, nice Weekend!